Hallo lieber Passi. Hi Susanne. Hi liebe PlayStation-Zuschauer. Jetzt sind wir ja endlich im Jahr 2021 gelandet, nur ziemlich am Start. Mhm. Ich bin eigentlich ganz gemütlich gestartet mit meiner Familie. Erstmal so ein bisschen Urlaub und so. Es war eigentlich ganz schön. Spazieren, laufen, der Schnee. Und bei dir, Passi, wie bist du so reingerutscht? Ja, also bei mir war es eigentlich auch ganz okay. Ich war mit meiner besten Freundin, habe die Zeit auch sehr genossen, war sehr cool. Vor allem, weil ich ja gerade nicht so viel unterwegs bin. Mhm. Und dann war es eigentlich ganz schön. Aber irgendwie in letzter Zeit geht mir immer wieder durch den Kopf, dass ich eigentlich ganz gern weggehen würde. Also jetzt nicht für immer, aber... Aber Passi, so, so mal schön hier im Jugendbüro. Das ist doch ganz nett. Ja, schon, aber ich weiß nicht. Norwegen wäre zum Beispiel sehr cool, da zieht es mich irgendwie hin. Okay. Oder, keine Ahnung, irgendwo auf eine Hütte mal mich ein bisschen zurückziehen und dann nur die Natur genießen. Oder Italien. Italien, ja, da sagst du was, Italien. Weißt du, wo ich das letzte Mal in Italien war? Das war mit der Judith, mit Marlin und Ben zusammen im Golf. Sind wir dann in die Toskana gefahren. Oh nee, also das willst du gar nicht. Das war so anstrengend schon, die Fahrt dorthin, gell? Also echt witzig. Und mein Papa hat schon im Vorfeld gesagt, du musst immer gut aufpassen bei Mailand. Achte immer drauf, Milano, Ovest. Das ist die Umfahrung, fahr da außen rum, sonst am Schluss fährst du durch Mailand hindurch, gell? Okay, also Stadtverkehr dann. Ja, genau. Ja, okay, aber mit Navi solltest du es ja eigentlich geschafft haben, oder nicht? Ja, das dachte ich mir am Anfang auch. Das Navi lässt mich hundertprozentig nicht im Stich. Und ich fahre so, okay, ja, mache immer das, was Navi sagt, ganz brav. Plötzlich eine Umleitung, eine komische italienische Umleitung. Irgendwie im Navi war das neu angekommen. Mhm. Und es war echt auch hart mit den italienischen Schildern. Ne? Aber es war beschildert. Auch das, jetzt wird es nämlich richtig tricky. Plötzlich hat auch diese Beschilderung aufgehört. Und irgendwo waren wir dann in Mailand, also Mailand im Vergleich zu Heidenheim, Stuttgart oder München, so ein bisschen chaotischer, unterwegs mit unserem alten Golf und echt, es war schon richtig, richtig anstrengend und wir haben richtig arg gesucht. Also es war wirklich schlimm. Okay, und wie habt ihr es dann doch geschafft? Ja, also anderthalb Stunden ungefähr rumgeirrt in Mailand, gell? Und dann irgendwann dachte ich, ja, es bleibt doch nichts anderes übrig. Ich fahre am besten zurück zu dem Punkt, ab da, wo ich die Schilder nicht mehr gesehen habe. Irgendwo muss ich da falsch abbogen sein oder irgendein Fehler muss mir unterlaufen sein. Und dann tatsächlich zurückfahren und dann habe ich gemerkt, es war wirklich ein Mini-Umleitungsschild, das habe ich übersehen gehabt. Okay. Und bin dann da praktisch wieder auf die richtige Spur gekommen. Und ich sage das echt wirklich, wirklich passiert. Stundenlang durch Mailand durchgeirrt. Und irgendwann Mailand in seinem Dunst im Rückspiegel. Mir war wirklich heilfroh, als das passiert ist. Gell? Sag das. Oh Mann. Ja. Aber da habt ihr was erlebt. Und da haben wir was erlebt. Ist es ja im richtigen Leben auch ein bisschen so. Oder nicht? Also man verirrt sich manchmal oder man kommt von dem Weg ab, auf dem man eigentlich gerade fahren will, sozusagen. Und da muss man aber, wie du gesagt hast, wieder umkehren und suchen. Und ich glaube, die Melli, die wird uns da echt ein paar gute Tipps mitbringen, wie es auch in unserem alltäglichen Leben funktionieren kann. Und vor allem, wenn wir unser Glaubensleben bzw. unser Leben mit Jesus leben. Ja, ich denke, die Melli, die mit ihren Kindern und so und ihr ganzes Leben im Krankenhaus und so, die hat schon was an Erfahrung zu dem Thema, wie kommt man an ein gutes Ziel. Also bin ich echt auch gespannt. Ja, mein Thema heißt heute Umkehr. Und wie ihr bei der Susanne und beim Passi gesehen habt, ist es manchmal gar nicht so einfach, auf Anhieb gleich ins Ziel zu kommen, ohne umzudrehen, umzuwenden. Und wenn ihr an Umkehr wenden denkt, dann habt ihr vielleicht auch diese nette, freundliche Stimme im Auto, im Ohr, die einem immer sagt, bitte wenden, bitte wenden. Also ich bin total froh über die Erfindung des Navis, denn ich habe Orientierungssinn von einem Maulwurf. Sprich, wenn man mich irgendwo aussetzt, dann weiß ich nicht, ob ich jemals wieder ans Ziel kommen wird oder ob ich nach Hause finde. Ja, ich war wirklich sehr viel mit dem Navi, auch kleine Strecken. Aber wenn ich das Navi nicht anhab, dann schreibe ich mir alles genau auf, wo ich abfahren muss, wo ich langfahren muss, weil ich es einfach total nervig finde, wenn ich zigmal umdrehen muss, wenn ich nach dem Weg fahren muss. Selbst zu Fuß, wenn man da zehnmal um den Block laufen muss, wenn man die Straße nicht findet, dann nervt es einfach. Ja, und vielleicht habt ihr euch wirklich auch schon mal ein Navi fürs echte Leben gewünscht.
jemand, der ihm sagt, wenn man an der Kreuzung steht, welche Richtung man gehen soll, nach rechts, nach links, welche Ausbildung soll man anfangen, soll man einen Job wechseln, soll man umziehen, was soll man machen. Oder wenn man dann wirklich in eine Sackgasse läuft, der sagt, hey, hier geht's nicht weiter, dreh bitte um. Oder sogar sagt, hey, wenn jetzt da weitergehst, das hat böse Konsequenzen, mach das bitte lieber nicht. Ja, so, und so ein Navi fürs tägliche Leben, den habe ich jetzt heute mal dabei. Und zwar die Bibel hier. Und tatsächlich geht es in der Bibel sehr oft um das Thema Umkehr. Ich glaube, das kommt allein schon 50 Mal drin vor und es zieht sich wie so ein roter Faden durch das ganze Buch. Ja, die bekanntesten Geschichten, die kennt ihr, glaube ich, alle. Noah und seine Arche, Jona und der Wal, Sodom und Gomorra oder Mose und der Auszug aus Ägypten. Ich glaube, die kennt ihr alle. Aber leider war die Umkehr von Gottes Volk meistens immer nur von kurzer Dauer. Und so hat Gott wirklich unermüdlich seine Propheten geschickt. Den Jesaja, Jeremia, Amos, wie sie alle heißen. Aber meistens ist da das Volk meistens in den alten Trott wieder zurückgefallen. Die haben sich kurz mal geändert und dann haben sie es aber gleich wieder vergessen. Und so ist Gott dann wirklich zum Äußersten gegangen und hat wirklich seinen Sohn geschickt, der für uns im Kreuz gestorben ist, damit wir das ewige Leben haben, dass wir wieder zu Gott kommen können. Ja, aber jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, warum soll ich denn überhaupt umdrehen? Ich meine, klar, wenn ich nach Italien in Urlaub will, biege falsch ab und bin dann auf dem Weg nach Kroatien, dann ist das eine ziemlich dumme Frage. Weil dann komme ich einfach nicht ans Ziel, dann lande ich im falschen Land. Aber so im Alltag, wozu bräuchte ich denn wirklich einen Gott? Warum brauche ich Vergebung der Sünden? Was soll denn das? Ich komme doch eigentlich ganz gut klar. Ich bin mein eigener Boss. Ich brauche niemanden, der mir sagt, wo es lang geht. Und wenn das so jemand sagt, dann glaube ich dem das auf den ersten Blick auch mal, dass er alleine klarkommt. Aber ich vergleiche es jetzt einfach mal damit. Wenn du eine Reise in ein Luxushotel gewinnst, mit allem drum und dran, mit Flug, All-Inclusive, Wellness, komplette Paket, und du nimmst das nicht an, dann bist du eigentlich ziemlich bescheuert. Und Gott schenkt dir seine Liebe, Heilung, Hilfe, Trost, das ewige Leben. Und ihr werdet genauso bescheuert, wenn er das nicht annimmt. Die zweite große Frage wäre jetzt dann aber, woher weiß ich denn überhaupt, dass ich nicht mehr auf Kurs bin? Ich meine, oftmals spüren wir das eigentlich schon ganz genau, was nicht okay ist, wenn wir was machen. Ich meine, klar, das Stehlen, Lügen, Gemeinsein, zu viel trinken, Drogen nehmen, dass das nicht okay ist, okay. Und das ist wie auf der Autobahn, das sind die Schilder riesengroß. Die kann man eigentlich fast nicht übersehen, weil sie so riesig sind. Aber selbst da fahren wir manchmal einfach weiter und denken, uff, ich habe jetzt keinen Bock auf Landstraße zu fahren, da kommt nachher bestimmt nochmal eine Abbiegung. Das passt schon. Oder so schnell Abkürzung, so kommen wir auch ans Ziel. Oder wir haben einfach gar kein Ziel, fahren einfach aufs Blaue drauf los, mal gucken, wo uns die Reise hinführt. Und so leben wir ja oftmals auch. Eigentlich wissen wir schon, was falsch ist, was nicht okay ist. Aber irgendwie ist es gerade zu schwer umzudrehen, zu mühsam. Oder die Konsequenzen scheinen einfach unendlich weit weg. Wie beim Rauchen. Ich meine, jeder weiß, dass es ungesund ist. Aber wer weiß, was in 10 oder 20 Jahren ist, was juckt mich das? Wer weiß, ob ich da überhaupt noch lebe? Man auf der Landstraße oder zu Fuß, das ist schon viel schwerer. Da kann man die Schilder schon mal übersehen, weil sie einfach viel kleiner sind. Und so bringt uns auch eher mal der Alltag vom Kurs ab, wo wir abends einfach viel zu müde sind und noch in der Bibel zu lesen. Es ist einfach so stressig. Der Tag war so schwer, dann spielen wir lieber eine Runde am Handy oder datteln sonst irgendwie eine Runde. Gucken, was Facebook so macht, was WhatsApp, wer was reingeschrieben hat. Das ist viel bequemer, als noch zu beten. Oder sonntags, da schlafen wir lieber aus, anstatt in den Gottesdienst zu gehen oder fahren lieber an den See. Bei mir ist das auch so, das ist eher der Alltag, der einen so langsam davondriften lässt. Und oftmals merkt man das gar nicht so einfach oder nicht gleich. Ich habe euch noch ein paar Bibelstellen mitgebracht. Die sind dann nachher auch irgendwo eingeblendet. Ihr könnt das dann nachlesen, wenn ihr möchtet. Offenbarung 3, Vers 15 steht: Ich kenne dich ganz genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß.
Ach, wärst du doch das eine oder das andere, aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Du bildest dir ein, ich bin reich und habe alles, was ich brauche. Mir fehlt es an nichts. Dann machst du dir selbst etwas vor. Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist. Arm, blind und nackt. Darum sollst du dich endlich um den wahren Reichtum bemühen. Jesaja 1, Vers 4. Wehe dem sündigen Volk, dem schuldbeladenen Haufen, der Brut von Verbrechern, den missratenen Kindern. Sie haben den Herrn verlassen. Sie haben den Heiligen Israels verschmäht. Sie haben ihn den Rücken zugewandt. Dann nochmal Jesaja 65, 2. Ich breitete meine Hände aus, den ganzen Tag, zu einem widerspenstigen Volk, das seinen eigenen Gedanken nachging, auf unheilvollen Wegen. Das sind die Leute, die mich beständig ins Gesicht hinein ärgern. Und dann noch Römer 3, Vers 9. Kein Mensch kann vor Gott als gerecht bestehen. Kein Mensch hat Einsicht und fragt nach Gottes Willen. Alle haben den rechten Weg verlassen. Verdorben sind sie alle, ausnahmslos. Niemand ist da, der Gutes tut, nicht einer. Ihre Worte bringen Tod und Verderben. Von ihren Lippen kommen böse Lügen. Und das sind jetzt einmal die Taten. Aber es geht nicht nur, was wir alles Böses tun. Vielmehr geht es Gott einfach auch um unser Herz, so wie es in Offenbarung 2, Vers 2 steht. Ich weiß, wie viel Gutes du tust, weiß von all deiner Arbeit. Ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Weil du dich zu mir bekennst, musstest du geduldig Schweres ertragen. Und du hast niemals aufgegeben, aber eins habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit wie viel Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Und dann noch Offenbarung 3. Ich weiß alles, was du tust. Du giltst als lebendige Gemeinde, aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke, was bei euch noch lebendig ist, bevor auch das noch stirbt. Denn ich sehe, dass deine Taten vor Gott nicht bestehen können. Hast du denn ganz vergessen, wie du Gottes Botschaft gehört und aufgenommen hast? Besinn dich wieder darauf und kehr um zu Gott. Das heißt, eigentlich ist es ganz egal, ob du jetzt eine Bank überfällst oder ob du ein total netter, lieber, guter Mensch bist und einfach Jesus nicht im Herzen hast. Und davon abgesehen bin ich aber eigentlich eh der Meinung, dass es keine Menschen ohne Fehler, ohne Sünde, so ganz ohne Böses gibt. Der eine ist eben einfach nur ein bisschen weniger schlecht wie der andere. Das heißt aber, wir sind alle Sünder. Wir brauchen Jesus. Denn nur durch ihn bekommen wir die Eintrittskarte in den Himmel. Verglichen mit unserem Hauptgewinn im Luxushotel, da ist es ganz egal, ob du jetzt falsch gefahren bist und statt nach Italien nach Kroatien gefahren bist, oder ob du einfach nur eine andere Straße genommen hast und im Nachbardorf gelandet bist. Denn du bist nicht im Hotel, du bist nicht ans Ziel gekommen. Und da jetzt einfach die wichtigste Frage, wie wende ich denn, wie kehre ich um? Eigentlich einfach auf dem Absatz kehrt machen. Zu Fuß geht es ganz gut, auf der Autobahn muss ich jetzt vielleicht eher mal warten, bis ich wieder runterfahren kann, umdrehen, bis ich wieder auf die richtige Straßenseite komme. Ja, aber bei Gott ist es eigentlich ganz einfach. Eigentlich, denn das bedeutet jetzt nicht, dass ich erst mal ein guter Mensch werden muss. Dass ich erst aufhören muss zu lästern, zu lügen, dass ich immer nett und höflich sein muss. Denn mal ehrlich, das schaffen wir eh nicht. Das ist wie ein Silvester, wo man sich ganz viele neue Vorsätze vornimmt. Und spätestens im Februar wirft man sie über den Haufen, weil man es eh nicht geschafft hat. Und dann ist man frustriert. Gott geht es um unser Herz und das heißt, er will an der ersten Stelle sein. Also müssen wir uns zuerst zu ihm zuwenden. Sagen, Jesus, komm du in mein Herz, füll mich komplett aus, übernimm du die Kontrolle, sei du mein König. Und dann erst kommt der zweite Schritt. Denn wenn Jesus in unserem Herzen ist, dann kann ich mich auch ändern, weil dann kann er mich verändern. Und diese Veränderung, die wird man sehen und spüren. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich mich gemütlich aufs Sofa setzen kann und sagen, perfekt, Jesus ist in meinem Leben, mach du mal, muss nichts mehr machen. Im Gegenteil, denn wenn Jesus in unserem Herzen ist, ich glaube, dann hält uns einfach auch nichts mehr auf dem Sofa. Und da, wo das Licht ist, da hat das Dunkle eigentlich auch keinen Platz mehr.
So wie es im 2. Korinther 5,17 steht. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Und Epheser 3, Vers 20. Gott kann aber viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Dann noch Epheser 2, Vers 8. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistung kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich niemals etwas auf seine guten Taten einbilden. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Ich möchte euch jetzt einfach einladen, das auszuprobieren. Ladet Jesus in euer Leben ein. Nochmals zum Luxushotel zurück. Es ist ein Geschenk und ihr werdet echt bescheuert, wenn ihr das nicht annimmt. Und wenn ihr jetzt noch Vorbehalte habt und sagt, ich weiß jetzt auch nicht, irgendeinen Haken muss es bestimmt geben, nichts im Leben ist umsonst. Nachher gibt es die fette Rechnung. Ich meine, da habt ihr recht, im Leben ist nichts umsonst. Aber den Preis, den hat Jesus für euch schon bezahlt am Kreuz. Und dieser Preis, der war nicht klein. Ja, ihr müsst euch einfach auch komplett drauf einlassen. Wirklich sagen, Jesus, nimm du das Steuer. Macht euch mit ihm auf die Reise. Und dann müsst ihr umdrehen. Ein bisschen umdrehen reicht nicht. Ganz oder gar nicht. Wirklich ihn ans Steuer lassen. Ich meine, ja, das Leben ist kein Ponyhof nicht. Das heißt dann auch nicht, nur weil ihr Christ seid, dass alles wunderbar läuft, dass ihr keine Probleme mehr habt, dass alles easy ist. Im Gegenteil, manchmal habt ihr vielleicht Probleme, die ihr sonst gar nicht hättet. Wenn ihr an Christen in anderen Ländern denkt, die haben erst dadurch richtig Probleme und werden verfolgt. Aber sie bleiben trotzdem dran, weil es sich lohnt. Und wenn ihr jetzt immer noch Zweifel habt und denkt, oh, ich weiß nicht, dann fragt einfach andere Christen, was die schon erlebt haben, warum die mit Jesus auf der Reise sind. Und das können wir jetzt ja vielleicht gleich mal mit Susanne und mit Passi machen. Let's not worry about tomorrow or the troubles to come. The lily's not thinking about the seasons, the drought or the flood. The tree that's bended by the water isn't faced by the fire. So why should I be? 'Cause you take good care of me. You take good care of me. You know what I mean before I even ask a thing. You hold me in your hands with a kindness that never ends. I'm carried in your love no matter what the future brings. You take good care of me. The sun's not darkness or the shadow it casts. A heart that's planted in forgiveness doesn't dwell in the past. So why should I be? 'Cause you take good care of me. You take good care. Thank you.
your kindness. I know there's got to be more, but I can't get past your goodness. I know there must be more, but I can't get past your kindness. I know there's got to be more, but I can't get past your goodness. 'Cause you take good care of me. You take good care of me. You know what I need before I even ask a thing. And you hold me in your hands with a kindness that never ends. I'm carried in your love no matter what the future brings. And you take good care of me. Ali, vielen Dank für den tollen Impuls. Hat mir richtig gut gefallen. Also ich bin ja einfach so ein Fan von dieser Offenbarungsstelle und habe jetzt wieder gedacht, ich weiß nicht, ob sie Offenbarung 2 oder Offenbarung 3 war, wo praktisch beschrieben wird, du leistest eigentlich mega viel, du strengst dich an, du gibst dir Mühe, aber es stört mich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und da habe ich mich halt, also da finde ich mich an dem Punkt wieder, dass diese wirkliche Begeisterung, es geht nicht darum, dass wir irgendwas abarbeiten, sondern dass wir wirklich mit Jesus unterwegs sind und dass wir uns begeistern lassen von ihm, von seiner Liebe und dass wir die Dinge auch aus dieser Motivation heraus tun. Also das finde ich oftmals, es geht nicht darum, du besuchst irgendeine christliche Veranstaltung oder du hörst irgendwas an, sondern diese Connection zu Jesus, dass die da ist, und das wünsche ich mir so ganz, ganz arg für mich, für unsere Gemeinde, auch für euch, die ihr zuhört. Das wäre wirklich cool, wenn die Liebe sich so wieder ausbreitet, einfach, dass wir begeistert sind von Jesus. Ja. Doch, vielen Dank auf jeden Fall. Also, auch vielen Dank von mir. Ich fand es sehr cool. Ich muss immer noch ein bisschen verarbeiten, was ich da so alles gehört habe. Was du gesagt hast mit dem, dass es manchmal nicht einfach ist, dann mit Jesus zu leben. Also das macht uns ja nicht sozusagen zu besseren Menschen und auch nicht, dass unser Leben auf einmal Ponyhof ist, sondern eben, wie du gesagt hast, manchmal auch ganz im Gegenteil, aber wir haben dadurch eine Kraft einfach auch. Was ich so in meinem Leben gelernt habe und auch immer noch weiter lernen darf, ist dieses Leben mit Jesus, das ich so, ja, Tag für Tag immer wieder beschreiten muss oder mit, wo ich mich immer wieder entscheide, okay, heute fange ich meinen Tag mit Jesus an und alles andere ist zweitrangig oder drittrangig und meine Priorität liegt auf dem Herrn. Und da ist mir aufgefallen, dass es wie in einer Beziehung, manchmal will man dann eigentlich auch gar nicht oder man hat gerade viel zu viel um sich herum zu tun und das steht noch an und das steht noch an, aber da dann zu sagen, okay, komm, ich nehme mir kurz die Zeit und das macht so viel aus einfach auch und es gibt einem auch so viel dann, also mir persönlich, ich kann natürlich von mir selber so meine Erfahrungen teilen, aber ja, also ich bin auch viel am Verarbeiten, es war sehr gut. Hat mir gut gefallen. Ja, wie du sagst, oft ist einfach der Alltag, oder wie in einer Beziehung. Ja. Eigentlich liebst du dich total, aber im Alltag trifft es dann weg und dann musst du dann doch immer wieder umdrehen und sagen, nee, halt, was ist das Wichtige? Ich muss das einfach wieder, das Feuer in mir entfachen. Und genau. Dann ist ja echt so, also wenn ich habe gerade gedacht, jetzt bin ich, seit ich 14 bin, also tatsächlich sind es jetzt 40 Jahre, bin ich mit Jesus unterwegs. Man lacht sich ja schier tot darüber, zumindest mein Nervensitzer, ja. Aber tatsächlich 40 Jahre mit Jesus unterwegs und da hat sich wirklich unheimlich viel schon in meinem Leben geändert. Aber es waren auch Zeiten, da dachte ich, Mensch, Jesus, wo bist du? Es ist sehr, sehr anstrengend gewesen. Und manche von euch wissen ja auch ein bisschen meine Lebensgeschichte. Und trotzdem wusste ich, das ging nie weg, dieses Wissen so in meinem Herz. Er ist immer da und der Friede Gottes war immer in meinem Herz. Obwohl außerum dachte ich, okay, da geht es drunter und drüber und man versteht vieles nicht, was passiert und kann es auch, während man es erlebt, auch gar nicht so richtig einordnen. Und trotzdem
wenn man den Weg mit Jesus eingeschlagen hat, dann kommen wir irgendwie auch jetzt raus. Also ich sage jetzt mal so nochmal zu dem Thema Beziehung. Du gehst den Weg gemeinsam, auch wenn es drunter und drüber geht, aber alleine bist du nicht. Und das ist das, was ich wirklich über die Jahre hinweg sehr, sehr geschätzt habe. Und wo ich merke, okay, ich kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Was Schlimmeres kann nicht kommen, als dass ich bei ihm lande und mich bei ihm ausheulen kann und ihm sage, was mich bewegt und umtreibt. Und es ist auch kein Gott nur für schönes Wetter, sondern schon ein Gott, der durch stürmische Wege und der auch Umwege mal mitgeht. Das ist ja das, was man auch, also wir laufen ja nicht gerade schnurstracks durch unser Leben durch, sondern leider biegen wir ja immer mal wieder so ab. Entweder überhören wir Gottes Stimme oder es juckt uns einfach nicht. Aber er ist da wirklich der Treue, der uns immer wieder auf den Weg zurückbringt und sagt, komm, wie ein guter Hirte, ich nimm die und setz die auf die Spur und dann gehen wir gemeinsam dieses Ding. Ja, aber sich drauf einlassen eben, du hast gesagt, es kostet auch was und vor allem hat Jesus einfach alles kostet. Mhm. Sein Leben hat alles für uns gemacht. Jetzt habe ich noch einen ganz coolen Tipp gefunden vom Johannes Hartl. Ihr kennt ihn vielleicht wahrscheinlich vom Gebetshaus in Augsburg. Der macht so Hard Facts. Mir blendet das nachher auch noch ein. Und das Thema heißt, wie treffe ich gute Entscheidungen? Weil zum einen trifft man mal diese Lebensentscheidung. Man geht mit Jesus einfach durchs Leben und sagt, okay, ich lasse mich auf Gott ein, weil er mir mal Schuld vergibt und mir Perspektive für die Zukunft gibt. Aber dann gibt es auch so Fragen wie, soll ich jetzt Sozialpädagogik oder Physik studieren? Soll ich die Maike heiraten? Also je nachdem, es gibt viele Punkte, wo man sich im Leben einfach entscheiden muss. Und vom Johannes Hartl gibt es da richtig 7 kurze und gute Tipps. Die könnt ihr euch gerne mal anschauen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Dann gibt es von unserer Seite noch ein paar Sachen, die ich euch jetzt so mitteilen will. Ab nächste Woche geht es ja eigentlich wieder los, theoretisch mit Jungscharen. Keine Ahnung, wie alles verlaufen wird. Mir wartet jedenfalls der Passi und ich, so haben wir es uns gedacht. Wir machen weiterhin so unser Programm mit den Jungschar-Mitarbeitern gemeinsam. Online-Jungschar mit immer Aktivitäten, dass man sich was abholen kann zum Bachelor oder ein Gelände oder ein Dorfspiel. Manche Sachen nur online. Aber in die einzelne Gruppe findet es dann einfach trotzdem statt und wir bleiben so miteinander in Kontakt. Infos zur nächsten DFZ will ich jetzt an dieser Stelle auch ganz kurz raushauen, weil wir hoffen einfach, dass bis zum Sommer alles so ist, dass es eine stinknormale DFZ gibt tatsächlich. Und wir sind schon am Vorbereiten und die Mitarbeiter, vielleicht sind einige von euch dabei, die sich jetzt fragen, wie alles werden wird, euch schicke ich die Mitarbeiteranmeldungen mal online zu. Bis zu dem Zeitpunkt, wo man es dann wieder in Papierform im Gemeindehaus abholen kann. Weil das erste Mitarbeitertreffen wird schon am 6. März stattfinden, entweder online oder hier im Gemeindehaus, je nachdem wie die Zeit ist. Dann die nächste Praystation soll eine besondere Praystation werden. Ihr werdet 4x3 Minuten hören von 4 Predigern aus unseren Reihen. 3 Minuten zum selben Thema. Bin ich mal ganz gespannt drauf, ob das so funktioniert. Dann danken wir wie immer der Technik, dem Fabi, der da sitzt und das Ding einfach schmeißt hier. Jedes Mal ist das souverän gelöst, das merkt er ja auch. Danke Fabi, einfach mal von unserer Seite. Der Fabi ist nämlich echt cool da. Das ist, ich muss es mal so sagen, der macht keinen Stress, der baut das Ding auf, wir hocken hier, sprechen und dann baut er es wieder ab und ohne groß Wind zu machen. Also das ist richtig klasse. Und auch ein Dank ans Jugendwerk nach Heidenheim, die heute die 2 Lieder, die ihr heute mitkriegt, toll aufgenommen haben. Da danken wir euch auch ganz arg. Dann wollte ich noch einladen, und zwar nächsten Sonntag am 17.01. findet die Allianz Gebetswoche statt, der erste Tag, der Start, und zwar in der Kirche mit einer Live-Übertragung in die FEG und in die Haushalte. Da gibt es dann nur im Eilbuchbotin auf der Homepage, gibt es dann einen Link dazu. Und an den anderen Abenden ist dann einfach die Allianz Gebetswoche in der evangelischen Kirche. Ja, soweit bin ich eigentlich jetzt mit meiner Sache durch. Ja, aber es gibt noch ein Lied am Schluss, das heißt In Christus. Das spielt der Fabi euch nachher noch ein und das kommt eben vom Jugendwerk. Und an dieser Stelle möchten wir uns einfach von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr findet gute Wege im Jahr 2021. Lasst euch auf das Abenteuer mit Jesus ein, entweder zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal.
Es lohnt sich in jeder Art und Weise. Und wenn irgendjemand nur was Genaues wissen will von Passi mit seiner Story, von der Melli mit ihrer Lebensstory oder von mir, also wir haben alle drei ein Handy, ihr dürft uns anrufen, ihr dürft uns auch einzeln besuchen, weil zu zweit darf man ja mal auch einen Spaziergang machen. Ja, jetzt habe ich ja viel geredet, jetzt hat aber auch nur der Passi was, wo er euch einen richtig tollen Tipp geben will, Passi, vielleicht an dieser Stelle. Also ich habe eine neue Serie entdeckt, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Von der Marlin. Ja, doch, Marlin hat es mir empfohlen, genau. The Chosen heißt die. Und eigentlich ist es eine Serie, die die Lebensgeschichte von Jesus einfach darstellt. Da ist bis jetzt die erste Staffel draußen. Und man kann die, ich glaube, die ersten zwei oder drei Folgen kann man in YouTube anschauen. Also einfach The Chosen, C-H-O-S-E-N, eingeben und dann werdet ihr eigentlich finden. Und ansonsten kann man sich noch die App runterladen. Die haben, also im Apple Store haben sie die auf jeden Fall und ich glaube im Google Play Store auch. Und die ist kostenlos und dann kann man kostenlos diese erste Staffel auf jeden Fall mal anschauen. Und das ja, wird alles durch Spenden finanziert. Ich weiß jetzt, ich habe noch nicht genau danach geschaut, wie das mit den Spenden funktioniert. Aber ich denke mal so, ohne jetzt Werbung oder so zu machen. Mir persönlich gefällt es sehr gut. Ich finde auch, dass das Leben von Jesus und einfach auch, wie er vielleicht mit seinen Mitmenschen und seinen Jüngern irgendwie unterwegs war, stellt es einfach wirklich gut dar. Und ja, mich hat es auf jeden Fall abgeholt und vielleicht holt es euch auch ab. Ich glaube, so ein bisschen eine ganz andere Perspektive, wie die andere Jesus-Filme genau. sind. Da ist er so der weinende, goldlockige Knabe, sondern da ist er so ein lustiger Mann eigentlich. Gell? Ja, und ich denke, so war Jesus auch unterwegs. Ja, und so wünschen wir euch einfach eine gute Zeit, ein gutes Jahr und verabschiedet uns aus dem Gemeindehaus für heute und seid gesegnet. Ciao. Ciao. Halt. Er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied, der Eckstein und der feste Grund. Sicherer Halt in Sturm und Wind. Wer liebt wie er, stillt meine Angst, bringt Frieden mir mitten im Kampf. Mein Trost ist er. Licht der Welt, doch morgens früh am dritten Tag wurde die Nacht vom Licht.
Grab ist leer, der Fluch der Sünde ist nicht mehr, denn ich bin sein und er ist mein. Mit seinem Blut macht er mich rein. Durch Christus neu geboren, mein Leben liegt in seiner Hand, vom ersten Atemzuge an. Und keine Macht in dieser Welt kann mich ihm rauben, der mich hält, bis an das Ende dieser Zeit. Scheint in Herrlichkeit. Bei dir, o Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige dein Ohr zu mir, rette mich eilends, sei mir ein starker Fels, eine feste Burg zu meinem Heil. Denn du bist meine Felsenkluft und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich führen und leiten. Lass mich dem Netz entgehen, das sie mir gestellt haben, denn du bist meine Stärke. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich frohlocke und freue mich an deiner Gnade, dass du mein Elend angesehen und auf die Not meiner Seele geachtet hast. Und du hast mich nicht in die Hand des Feindes ausgeliefert, sondern meine Füße auf weiten Raum gestellt.